Moin und herzlich willkommen zu einem neuen VGC-Part auf diesem Kanal. Ich habe wieder ein neues Team dabei, diesmal nicht ganz so verrückt wie die letzten Male, aber eine ziemlich coole Taktik, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Das Ganze wird sich nämlich rund um unser Leben Orb Kommandutan abspielen. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch ganz kurz und dann geht's ab auf die Ladder. Und wenn ihr das Team auch mal ausprobieren wollt, rechts oben die Team-ID könnt ihr gerne ausprobieren und auch gerne in die Kommentare schreiben. Haben ja letztes Mal viele gemacht, wie ihr so mit dem Team performt, interessiert mich immer sehr. Und ich würde sagen, ganz kurz das Team anschauen und dann geht's ab auf die Ladder. Bevor wir anfangen, ich muss natürlich noch Credits geben, wo wir die Idee her haben. Die habe ich nämlich aus einem Draft-Liga-Kampf. Da hat der gute Nesflo gegen The Sane TV gespielt und The Sane TV hatte dann eine ziemlich coole Strategie. Er hatte ein Florges mit der Fähigkeit Symbiose. Das bewirkt, dass er ein Item weitergibt, wenn sein Mitstreiter das Item aufbraucht. Und das hat er gleich im ersten Turn gemacht. Da stand nämlich ein Eisenfalter daneben. Das hat die Energiekapsel aufgebraucht und hat dann direkt von dem Florges mit der Symbiose ein Wahlglas bekommen. Das heißt, er hat seinen Speed durch die Energiekapsel geboostet und ein Wahlglas bekommen und war natürlich dann in einer übelst bedrohlichen Situation und ich fand die Strategie richtig cool, weil damit rechnet halt niemand und ich dachte mir, wie kann man denn ein ganzes Team um diese Strategie bauen? Und herausgekommen ist das Team, das ich euch jetzt ganz kurz vorstellen werde. Wir haben nämlich unser Kommandutan mit der Fähigkeit Symbiose. Der soll halt dastehen, den Bizarrom am besten rausholen und gleichzeitig dann auch sein Item weitergeben. Wir haben ja kein Wahlglas oder kein Wahlband drauf, sondern tatsächlich den Leben-Orb, weil dann natürlich sowohl die physischen als auch die speziellen Attacker profitieren. Zum einen haben wir da zum Beispiel unser Eisenhand. Da wollen wir die gleiche Strategie haben, wie das der gute The Sane TV hatte. Einfach Energiekapsel triggern und dann kriegt der den Attack Boost und gleichzeitig noch einen Leben Orb. Man kann dann Turn 1 zum Beispiel Mogelhieb drücken, Bizarrom rausholen und dann einfach mit Kommando Ableit Hieb mit Leben Orb und Attack Boost alles komplett umschallern. Also das ist schon ziemlich cool, wenn das funktioniert, weil man hat dann mit Kommandutan immer noch zwei Attack Moves und das ist zum Beispiel die eine Strategie, wie man diese Symbiose nutzen kann. Die zweite Strategie wollte ich erst so mit Weakness Policy Dampfwalze umspielen, aber dann dachte ich mir, komm, der kann mit Schallwelle hier, der hat nämlich einen Spray mit Schallwelle seinen Special Attack boosten und wenn er zum Beispiel dann im Bizarrom dasteht, dann drückt der Schallwelle, boostet seinen speziellen Angriff, verliert sein Item, kriegt einen Leben-Orb und haut dann mit dem Kommando noch eine Schallwelle raus. Das kann schon auch ziemlich cool sein. Zusätzlich hat er auch nochmal den Bizarrom, um den noch vielleicht auch anders aufsetzen zu können. Und Schutzschild und Zauberschein. Auch ein sehr, sehr cooles Set und auch sehr, sehr offensiv. Wenn man nicht unbedingt nur auf Bizarrom spielen will, kann man tatsächlich auch einfach Kommando Drachentanz drücken. Das fand ich auch ziemlich cool. Der Gegner greift dich dann an und bringt dich vielleicht in die Range, wo deine Citrobeere triggert. Der ist nämlich hier sehr, sehr bulky gebaut. Wenn das passiert, kriegt man den Leben-Orb und zwei Drachentänze. Kann dann zum Beispiel Terra Boden drücken und einfach Erdbeben hintereinander rausspammen und dadurch die Gegner einfach wegscheppern. Also wirklich sehr, sehr coole Synergien. Die restlichen beiden Mons, also unser Affe ist dafür da, um vielleicht den Bizarrom noch besser rauszubekommen. Der hat nämlich den Wahlschall und kann dann mit Vakuumboots schon mal irgendwas wegklatschen, während man dann den Bizarrom relativ safe rausbekommt. Und noch unser Supporter Eisenhals. Das hat jetzt keine Strategie, weil das hat die Offensivfeste. Der soll einfach dastehen, um vielleicht gegen eine Indie die Amorouche-Kombo am Anfang so ein bisschen besser dazustehen und da habe ich mir dann nichts mehr einfallen lassen. Der soll einfach Standpauke drücken oder ein bisschen supporten. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Team funktioniert auf der Ladder. Ich glaube, die Strategie ist sehr cool und witzig und kann auch funktionieren, aber sie ist so ein bisschen nischiger als das, was wir jetzt die letzte Zeit probiert haben. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf der Ladder wieder und gehen in den ersten Kampf rein. Okay, und wir sind im ersten Kampf drin. Wir sehen tatsächlich Trapping, was ein bisschen schwierig ist immer. Wir sehen aber tatsächlich, dass der Bizarrom gut sein könnte. Ich denke, dass Morbites von ihm ein guter Lead sein könnte, um den Bizarrom vielleicht irgendwie auch zu verhindern, weil unser Team sieht schon sehr nach Bizarrom aus. Ich sag Bizarrom verhindern gar nicht mal so einfach. Deswegen denke ich, dass ich mit den beiden hier reingehe und versuche, den Bizarrom erstmal rauszuholen. Und dann muss ich natürlich überlegen. Ich glaube, ich finde Eisenhand gar nicht mal so übel. Klar, er hat Flatterhaar, was natürlich pressured, aber sonst könnten wir tatsächlich richtig mit dem reinschallern, ne? Ich würde das mal probieren. Ich würde das einfach mal probieren, mit Eisenhand direkt reinzugehen. Weil Elektro trifft erstmal alles, außer seinen Elefanten. Und gegen den sieht dann aber zum Beispiel so eine Psychokinese ziemlich gut aus von unserem Kommandutan. Deswegen ist das jetzt mal der erste Versuch, die Taktik rauszubekommen.
Okay, und tatsächlich sehen wir auch den Leak, der wahrscheinlich den Bizarro-Raum so ein bisschen ja, stoppen soll. Das Coole ist, er kann erstens nicht fake-outen. Wir könnten jetzt natürlich überlegen, dass wir hier einmal Wagemut drücken. Also Terra Geist habe ich ein bisschen Angst, aber ich kann mir eher vorstellen, dass hier vielleicht Terra Flug kommt. Und die Frage ist, wollen wir den Bizarro-Raum drücken? Ich meine, warum nicht, ne? Wir sind mit unserem restlichen Team sehr, sehr langsam. Er könnte natürlich sowas wie Begrenzer haben, um da so ein bisschen das zu verhindern. Aber dann sollten wir trotzdem erstmal ein KO haben und er hat dadurch dann auch nicht so super viel gewonnen. Und tatsächlich kommt der zurück. Ja? Wahrscheinlich hat er das so ein bisschen predicted, wenn jetzt ein Geist-Pokémon reinkommt. Flutterhaar könnte ich mir vorstellen. Hat er auf jeden Fall gut gesehen an der Stelle. Und die Booster Energy triggert direkt. Ist das ein Speed Boost? Spezieller Angriff. Ja, das ist gefährlich. Wagemut geht natürlich jetzt ins Leere. Und die Psychokinese kommt einfach. Na gut. Die nehme ich natürlich erstmal mit. Und der Bizarro-Raum. So. Was ich jetzt machen werde, ist, ich gehe hier wahrscheinlich in Kommandutan raus. Und werde hier erstmal auf das Schutzschild gehen oder auf die Schallwelle. Ich glaube, ich gehe hier einmal auf die Schallwelle und werde schon mal mein Heilspray jetzt rausknallen und dann hoffe ich, dass ich direkt den Leben aufbekomme und dann werde ich zweimal Zauberschein drücken und hoffen, dass ich mit dieser damit ein bisschen durchkomme. Da kommt die Schallwelle schon mal. So, der könnte natürlich jetzt den Bizarro-Raum auch nochmal invertieren. Ist auf jeden Fall ein Ding. Aber ich glaube, das wäre auch erstmal okay. Weil dann hat er jetzt... Kommt jetzt hier vielleicht nochmal... Ne, es kommt einfach nochmal eine Psychokinese, aber vielleicht mit dem anderen. Delegator. Wow. Kann der irgendwie Setup? Kann der Gedankengut? Wahrscheinlich, ne? Aber Delegator sehe ich ja jetzt gar nicht. So, wir haben jetzt einen Lebenorb und sind auf plus 1. Also das schon mal, damit ihr die Strategie schon mal so ein bisschen seht. So, und was wir, also ich hoffe, dass ich auch die Speed-Werte nicht verkackt habe, aber ich glaube tatsächlich, das sollte eigentlich nicht so sein. Ich könnte jetzt auch erstmal verhöhnen, tatsächlich, um es noch einmal eine Runde safer zu spielen, weil so langsam müsste er sich auch kümmern. Wir haben nämlich noch 3 Runden Bizarro-Raum und ich habe ein bisschen Angst, dass er, könnte auch Metallkraut haben, ne? Habe halt ein bisschen Angst, dass das jetzt, invertiert und jetzt werde ich hier, glaube ich, einfach zweimal auf den Zauberschein. Ich habe ja Kommando gedrückt auf mich, ne? Genau, Kommando auf mich. Mir wird ein bisschen schwindelig von diesen Kamerafahrten und Zauberschein, let's go. So, der erste Zauberschein kommt. Es sollte den Sub hoffentlich schon brechen an der Stelle, jawohl. Aber der hier, dieser Typ da, der kriegt auf jeden Fall sau wenig Schaden. Und da kommt die Zitrobeere. Ja, wäre es vielleicht doch Verhöhner gewesen. Gerade jetzt, wo er natürlich mit der Psychokinese niemanden mehr so richtig pressured. Und da kommt nochmal das Kommando. Und da kommt nochmal der nächste Zauberschein. Wie viel macht er auf sein Flutterhaar? Macht das schon genug? Nee, der ist sehr bulky. Also auch interessantes Set von ihm. So, aber da kommt einfach die Psychokinese. Okay. Versucht er den jetzt hier rauszunehmen? Wahrscheinlich, ne? Zauberschein. Ja, okay. Crit gegen Oranguru, aber der hat jetzt erstmal nicht gemattert. Und ich denke, dass wir diesen Play nochmal machen könnten. Dadurch wird zwar auch unsere Giraffe down gehen. Aber damit holen wir auch einen Double KO und sind dann noch eine Runde im Bizarro-Raum mit unserem Eisenhand. Deswegen einfach nochmal Kommando. Und hier gehe ich auf Zauberschein. Es kommt wahrscheinlich ein Schutzschild. Ich habe erst überlegt, ob ich einfach zweimal Bizarro-Raum drücken soll. Wenn jetzt Double Protect kommt, wäre das auch sehr, sehr spannend. Aber kommt erstmal nicht. Wenn ich jetzt auch mal einen Crit holen würde, wäre das cool. Obwohl ich glaube, dann würde trotzdem beide Kommandos rausgehen. Da kommt tatsächlich... War das ein Crit? Ich dachte, eben hat das nicht so viel gemacht. Dadurch, dass er Schutzschildet, kriegen wir jetzt kein Life-Up-Damage. Dafür aber Sandsturmschaden. Jetzt gehen wir in den rein. Naja, es ist auf jeden Fall, sieht es okay aus, aber wir haben das noch auf gar keinen Fall gewonnen. Und es kommt tatsächlich wieder Despotar rein, was sehr, sehr spannend ist.
Aus dem Grund, weil der jetzt ja schon in die Terra gezwungen ist, eigentlich an dieser Stelle. Was könnte er noch in the back haben? Ich glaube, wenn er jetzt hier noch was Langsames gehabt hätte, dann hätte er es wahrscheinlich eher rausgebracht. Das heißt, ich kann mir eher vorstellen, dass hier vielleicht noch sowas wie sein Eisenbündel am Start ist. Ist es die Psychokinese hier? Da kann er auch nichts reinschieben oder schicken. Und ich überlege, ob ich den Ableithieb drücke. Er wird eine Terra dagegen haben. Deswegen gehe ich hier, glaube ich, eher auf den Stromstoß. Ja. Ich gehe da eher auf den Stromstoß. Er holt den raus. Ich sag, eine Psychokinese nehme ich auf alles mit, was da noch war. Also gegen so einen Eisenbündel nehme ich die auf jeden Fall mit. Definitiv. Und da wird die Terra kommen, genau. Und solange das jetzt nicht Terra-Boden ist, wäre das, ist alles cool. Terra-Flug, sehr gut. Dadurch ist unser Predict schon mal aufgegangen. Ich glaube nicht, dass das killen wird, aber es wird auf jeden Fall schon coolen Damage machen. Was natürlich jetzt ein richtig nicer Play gewesen wäre. Oh, das killt einfach, let's go. Diese Predicts. Also stellt euch vor, ich hätte jetzt einfach Kommando gedrückt und Stromstoß auf den. Dann hätte ich jetzt hier 2 Kills mit Stromstoß bekommen. Aber ich nehme das jetzt trotzdem einfach mal mit, weil das war ziemlich cool. Und jetzt hat er natürlich hier die Möglichkeit, auch sehr hart zu pressuren. Definitiv. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen entscheiden, was wir hier machen. Und ich denke, dass es einfach die Psychokinese ist auf den Slot. Und hier werden wir Terran, weil wir sind Terra Feuer. Und das, also ich denke nicht, dass jetzt hier eine Hydropumpe kommt, weil es schon sehr, sehr risky ist. Ich glaube, es wird eher wahrscheinlich ein Freeze-Dry auf unseren Affen kommen und ein Moonblast auf unseren Typen hier. Und hier wäre es schneller. Oranguru ist, glaube ich, langsamer im Trick Room, damit er Kommando drücken kann. Das heißt, jetzt bin ich schneller, dann Ableithieb. Weil nicht, dass er irgendwie Quatsch macht und dann schneller ist und ich aus Versehen den Ableithieb dann irgendwie, also wenn beide überleben, keine Ahnung, Ableithieb in den, das Geist-Pokémon. Wäre jetzt nicht so cool gewesen. Deswegen, da kommt der Gefriertrockner in den Slot. Sollte alles cool sein, solange wir nicht freezen. Und wir freezen nicht, Zauberschein. Oranguru lebt sogar noch. Sehr gut, die Terra hat uns da gerettet. Und da kommt Psychokinese und da kommt der Stromstoß und damit haben wir das erste Match gewonnen. Sehr, sehr cool. Wir haben die Taktik direkt rausbekommen. Wie gesagt, man muss das nicht immer mit der Booster Energy machen. Man kann das auf viele verschiedene Wege machen und ich fand das mit dem Leben Orb ziemlich cool. Dann haben wir einen wichtigen Chip verteilt und haben das dann hier sehr cool zu Ende gespielt. Klar, der Predict war so ein bisschen risky mit dem Stromstoß, aber er muss da Terran, wenn er den so reinschickt. Wir gehen noch ins nächste Match rein. Bis gleich. So, und wir sind im nächsten Matchup drin und wir spielen direkt gegen Herashai und Fossi. Also Fossi der Trainer, Herashai das Pokémon, ihr wisst Bescheid. Herashai Matchup habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Sieht man zwar noch ab und zu, aber nicht mehr ganz so häufig wie noch die letzte Season. Ich denke, unser bester Counter dagegen ist auf jeden Fall der Affe, weil so ein Wagemut natürlich so ein Herashai einfach wegzimmern kann. Den würde ich deswegen direkt in the back haben. Und natürlich sehe ich hier ein Dragoran-Lead irgendwie, der gefährlich sein könnte. Bizarraum ist mir ein bisschen zu risky an der Stelle. Ist mir tatsächlich ein bisschen zu risky. Deswegen überlege ich, ob ich tatsächlich... Oh, ich könnte Setup... Nee, Setup ist es halt leider nicht. Ich glaube, ich gehe mit den beiden rein. Ich brauche den auf jeden Fall in the back. Ja, und dann... denke ich... dass wahrscheinlich der hier noch eine Spur besser aussieht. Klar, er hat ein Elektro-Pokémon. Aber ich glaube, dass ich den handeln kann, wenn ich vielleicht mir die Terra aufhebe, weil wen soll ich sonst Terran? Terra Feuer ist es nicht. Mal sehen. Okay, wir kämpfen mal wieder auf unserem schönen Sportplatz. Und da kommt Pamomamo. Okay. Da kommt Pamomamo. Ich meine, er muss halt jetzt eigentlich Angst haben vor einem Bizarro-Raum, ne? Ich habe gesagt, ich drück den nicht, aber ich überlege gerade, ob ich den drück. Und ich habe auch gesagt, ich drück halt keinen Terra auf Eisenhand und ich überlege gerade trotzdem, ob ich es drück. Entweder die Dondoso-Strat in the back oder Dragoran.
Stuff. Und alles wäre eigentlich okay. Ich gehe hier, glaube ich, einfach straight up auf die Psychokinese in den Slot. Und Etherra direkt. Gut, die schon mal rauszubaiten, ist, glaube ich, gar nicht so übel. Er will vielleicht hier irgendwas raushauen mit Terrafee oder so. Dann hätte ich doch Terran sollen, ne? Dann hätte ich einfach Terrafeuer drücken sollen. Dann kommt jetzt wahrscheinlich Mogelhieb. Jo. Na, es wäre es dann vielleicht eher gewesen. Dann kommt die Mutgewalt. Klar, er hat jetzt die Terra schon mal aufgebraucht, was ganz cool ist. Und er nimmt mich einfach raus. Oh, ich bin da eigentlich ganz schön bulky investiert. Ich wollte es gerade sagen. Kann mir vorstellen, dass es trotzdem gereicht hat, aber der Volltreffer muss natürlich an dieser Stelle nochmal sein und der ist Lebenorb. Okay, ich glaube, wahrscheinlich hätten wir das nicht getankt auf keiner Welt. So, der hat auf jeden Fall den Fokusgurt. Bisschen schade, weil wir natürlich unseren Lebenorb jetzt for free einfach weggegeben haben. Wir holen uns jetzt einen Speed Boost, einen doppelten. Und hoffen einfach, dass er nicht Dondoso in the back hat, weil dann haben wir ein bisschen ein Problem. Das heißt, wir werden jetzt hier Drachentanz drücken und hier Kommando. Und dann können wir einfach mit Erdbeben einfach alles wegschroten. Er kann natürlich dann Double switchen. Das wäre dann auch auf jeden Fall sein Play, dann in Dondoso rauszugehen. Aber ja, muss er auch erstmal machen. Und danach können wir, glaube ich, ja, obwohl der sollte dann schneller sein, aber so Kommando-Kaskade ist halt auch frech, weil man dann zwei Flint-Chancen haben. Er hat. Kommt die Magieflamme, okay. Die finde ich erstmal okay, macht relativ wenig Damage. Dann kommt die Zweifachladung und die macht nichts. Und wir sollten an dieser Stelle, wenn ich es richtig gerechnet habe, jetzt schon schneller sein als alles, was er so machen kann. Ich glaube, ich habe es so gerechnet, dass er auf plus 1 schneller ist als Eisenbündel, weil das immer so der Speedwert ist, auf den ich, weil klar, Dragapult ist noch schneller und Elektroball, so heißt der, aber gut, die sieht man halt nicht, ne? So, und jetzt hätte ich eigentlich gerne noch sowas Fliegendes in the back. Ich glaube tatsächlich, dass ich nur einmal Erdbeben drücke, weil das wird schon reichen. Und dann gehe ich hier auf eine Psychokinese. Ich glaube, ein Erdbeben wird reichen und wenn ich jetzt Kommando drücke und die sind schon irgendwie beide down, eher nicht so cool. Ich hätte auch Bizarrom drücken können, aber ich glaube, es bringt nicht so viel, weil ich jetzt sehr super fast bin. Und jetzt kommt es halt wirklich einfach darauf an, ob der Junge Dondoso am Start hat oder nicht. Aber er hat Tragoran. Okay. Das heißt, er hat keine Heraschai-Kombi am Start. Ich glaube, sonst hätten wir immer noch eine Chance gehabt. Wir hätten nämlich dann Wagemut vielleicht drücken können, wenn er denn unserem Oranguru rausnimmt. So, und da kommt Energiekapsel. Boah, ist der jetzt schneller? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Okay, folgendes. Ich glaube, ich gehe auf Erdbeben. Nee, ich gehe einmal auf ein Schutzschild. Ich gehe auf ein Schutzschild und versuche hier einfach ein bisschen Chip schon mal zu fressen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass er jetzt Schutzschildet auf seinem Eisenfalter und mit Dragoran vielleicht erstmal Chip auf unseren Gyarados bekommt. Deswegen gehe ich jetzt hier auf einen Psychokinese auf den, um schon mal seine potenzielle Multischuppe zu brechen. Ich glaube nicht, dass das relevant sein wird. Und da kommt Turbo-Tempo auf den. Okay, dann hat er vielleicht kein Schutzschild. Who knows? Auf jeden Fall spannend, dass er mich hier einfach Erdbeben drücken lässt und da kommt Energieball. Das ist ja ganz schlecht gelaufen. Nee, ist gut gelaufen. Kaskade auf den. Sorry, ich hatte gerade einen Denkfehler. Ich muss ja nicht auf Erdbeben gehen, sonst hätte ich mich nämlich selbst angechippt. Aber ich denke, mit Kaskade auf den Slot, Geterrat hat er schon und Wagemut auf den Slot, sollten wir eigentlich ein Double KO holen. Da kommt die Kaskade. Sash kann er nicht haben. Ich glaube, der hat da kein Schutzschild drauf, sonst hätte er es ja irgendwie mal gedrückt. Und dann kommt Wagemut hier und damit, solange der keinen Fokusgurt hat, hat er nicht, haben wir auch das zweite Match gewonnen. Sehr, sehr cooler Kampf. Haben wir die Strategie rausbekommen? Ja, im Turn 1, wo wir dann halt weggecrittet wurden. Aber ich glaube, wir haben uns, also ihr habt gesehen, wie Kommando, Drachentanz uns einfach dieses Game, also aus einer sehr, sehr schwierigen Situation, straight up gewonnen hat. Sehr, sehr cool.
sehr, sehr nices Match und spannend, aber ich würde sagen, wie immer gehen wir noch ein drittes Match rein. Bis gleich. So, und wir kämpfen diesmal gegen Ismael. Der hat auf jeden Fall ein interessantes Team, ein bisschen was anderes, mit einem Grimanzo, was ich nicht so gern sehe. Hat auf jeden Fall seine Trick Room Action auch am Start. Ich denke mal, dass er auch versuchen wird, vielleicht meinen zu verhindern oder seinen zu legen, je nachdem, welche Route er spielen wird. Und wir könnten vielleicht erstmal irgendwas wegsnipen, was wir nicht so cool finden. Setup finde ich halt auch cool. Ne? Kramor sieht gegen das Team, merke ich gerade, extrem scary aus. Weil ich irgendwie nicht so den Special Attacker habe, der da durchbrechen kann. Also das könnte sehr, sehr schwierig werden. Der hier könnte gut sein. Könnte aber auch richtig trash sein. Ich nehme ihn mal mit, weil ich nicht weiß, was ich sonst mitnehmen soll. Okay, das sieht mir tatsächlich nach einer Trick Room Action aus. Wir geben ihm natürlich jetzt direkt den Bedroher Boost, was den Siegeswillen Boost, was nicht so super schön ist. Ich glaube, ich gehe auf eine Kehrtwende. Also ich habe Angst, dass er Schutzschild Trick Room drückt. Deswegen gehe ich hier auf eine Kehrtwende auf den. Und hier, glaube ich, einfach auf eine Kaskade. Und werde versuchen... Okay, da kommt kein Schutzschild. Er hätte mir einfach sein King Gambit gegeben. Ne? Da steht ein Kampf-Pokémon. Ja. Der ist vierfach schwach gegen Kampfattacken. Und der macht nichts dagegen. Na gut, das muss ich nicht verstehen. Aber auf jeden Fall kommt jetzt unser Eisenhand rein. Ich meine, wir können den Trick Room immer noch verhindern. Ne? So ist es nicht. Mit einem Flinch. Aber ich check's halt trotzdem nicht so ganz. Vielleicht kommt auch einfach ein Irrlicht. Könnte ich mir auch vorstellen. So ein Dunkel. Hä? Okay. Lebenorb. Kaskade. Okay. Kniefallspalter. Ja, der wird Schaden machen auf plus 1. So, jetzt kommt der Mogelhieb hier. Und ich glaube, dass ich hier einmal Drachentanz drücken werde. Ja, ich denke, Drachentanz könnte es sein. Weil danach muss er sich... Was macht er denn? Ich check das nicht. Wieso hat er keine Angst? Und wieso crittet der mich? Ach, der Crit ist nicht gut, weil er mich jetzt wahrscheinlich einfach... Aber der gibt mir halt all sein Leben. Ich check's nicht. Ich check nicht, wie er spielt. Der ist... Wenn er jetzt gleich terrat oder so, dann verstehe ich einfach diese Welt nicht mehr. Ich werde es jetzt machen. Ich werde es jetzt machen und werde hier Schutzschilden. Weil das ist jetzt eher die Gefahr. Und wenn er jetzt irgendwie terrat oder so, aber macht er nicht. Kommt vielleicht ein Irrlicht. Da kommt ein Knuddler, den leben wir aber. Let's go. Bitte jetzt kein Double Up in den Slot. Angriffsdrop. Mies. Lebenorb, der sollte down gehen. Genau. So, jetzt komm, bitte geh auf... Der muss jetzt ja auf unser Gyarados gehen. Jawohl, okay. Wenigstens, also er spielt super weird. Er gibt mir einfach seine Mons, als hätte er irgendwie noch die Kombi des Jahrtausends in the back. Ich check's nicht, warum er das alles so macht. Er hat auf jeden Fall gut auch Glück mit seinen Crits und Drops bis jetzt. Aber er hasst einfach seinen King Gambit. Er hasst den einfach. Check ich nicht. Check ich wirklich nicht. So. Jetzt kommt Ferrosacco rein, ja. Ferrosacco. Und Ferropalmas. Ja. Auch die sind gefährlich. Auch die sind gefährlich. Das Ding ist, Freestride zimmert mich halt einfach aus dem Leben, ne? Ist so. Und Ableitheap zimmert ihn halt aus dem Leben. Ist auch so. Das heißt, ich glaube, dass ich meinen Gyarados vielleicht nochmal rausnehme, obwohl ich glaube, dass ich den vielleicht eher abwerfen werde. Und hier auf eine Kaskade gehe. Weil da kommt, genau, das ist auf jeden Fall sein richtiger Play. Mogelhieb auf den und Freestrike auf den anderen. Ich bin aber schneller. Stimmt, er hat ja keinen Boost bekommen. Dann wäre es vielleicht doch... Nee, ich glaube, es wäre trotzdem... Erdbeben wäre es ja auf keinen Fall gewesen. Auf den schon mal ein bisschen Schaden rausbekommen. Freestyle kommt auf den. Okay. Und ich bin zurückgeschreckt. Genau. Plan. Entweder ich gehe mit dem rein und drücke Nahkampf.
oder Wagemut sogar, aber ich glaube, Nahkampf ist an der Stelle besser. Wenn er allerdings Schutz schildert, ist das ein Problem? Eigentlich nicht, ne? Der ist es halt nicht, weil er sich dann sein Eisendings wieder hochheilen kann, so krass. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich der Affe. Und hier erstmal gucken, was der so vorhat. Ich glaube, ich ableithiebe den und drück Wagemut auf den. Weil dann ist es nämlich 3 gegen 1. Und ich glaube, mit dem, was ich noch in der Back habe, sollte ich eigentlich Ferrosacco besiegen können. Und wenn er, also wenn er jetzt Schutzschildet, gewinnt er mir hier zu viel. Da kommt einfach eine Terra, okay. Bin ich jetzt sehr gespannt. Aber wenn das jetzt Terra Geist ist, dann... Okay. Einfach Terra Elektro, gut. Da ist der auf jeden Fall schon mal weg und da ist die Terra gewastet. So, Wagemut kommt. Er hatte mir auf jeden Fall... Also er hat, glaube ich, kein Schutzschild. Er weiß wahrscheinlich nicht, was das ist. Obwohl wir hier in den Top paar Tausend der Meisterballklasse ist, aber ist in Ordnung. Auf jeden Fall hätte er mir seinen Ferrosacco gegeben, aber könnte auch einen Fokusgurt haben. Auf jeden Fall. So, Ferrosacco. Geht auf die Hydro-Pumpe, trifft die auch. Das sollte es gewesen sein. Das sollte es nicht gewesen sein, weil wir haben eine Menge Bulk und wir heilen uns wieder sehr gut hoch. Und damit sollten wir das auf jeden Fall gewonnen haben. Es sei denn, ich glaube, es gibt keinen Es sei denn. Ja, Ableithieb hier. Und hier können wir nochmal den Bizarraum drücken. Ist wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll, aber wenn jetzt irgendwie hier nochmal irgendein Quatsch kommt, keine Ahnung, aber ich glaube, dass das das Sicherste ist. War wahrscheinlich sinnlos, aber wenn er jetzt Schutzschildet, dann keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Wollen wir noch die Terra flexen? Ich denke nicht. Ich denke, wir belassen es einfach mal jetzt bei der einfachen Schallwelle. Und ich muss sagen, Teambuilding macht mir in letzter Zeit einfach so viel Spaß, diese ganzen Strategien auszuprobieren. Danke nochmal an TheSaneTV, der mich auf diese Idee gebracht hat mit seinem Video. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr das auch findet und wenn ihr sagt, Junge, mach weiter so oder mach nicht weiter so, dann lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da, wie auch immer ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde morgen ein Turnier spielen. Mal sehen, vielleicht werde ich da auch ein bisschen was von berichten. Aber bis dahin macht's erstmal gut und ciao.